Hallo und willkommen zurück bei Castellato. Wir waren dabei mit der Aufnahme. Ich glaube, wir haben jetzt zurückgespult. Mal gucken. Ist aber immer noch zu schnell. Ich habe noch nie Sekunden gesehen, die so schnell vorbeilaufen. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Aber es ist jetzt praktisch gewesen, weil ich einen Fehler gemacht habe. So konntet ihr jetzt sehen, was passiert ist in der letzten Episode. Das ist der Fehler, den Schalter. Gucken wir uns das jetzt mal an. Hundertundeins. 999. 57. Vertrag. Merkt euch das, Kinder. Dr. Geil. Fred Edison, Steuer, Fahndung. Bitte kommen Sie mit. Ich musste gerade das Mikrofon ausmachen. Ich mache mich gerade so bepisst vor Lachen. Die Stimme. Ich habe mich so bepisst vor Lachen. Okay. Runter zu. Safe. Tentakel hilft zum Ara hilft. Smaragd zurück. Bürgermeister gratuliert. Pupuheld. Das klang so geil, Dr. Fred Edison. Na, ja, das klang geil, so übelst geil. Ich habe schon wieder so einen Ausschlag, den ich nicht vertraue. Meine Fresse. Aber ich bin auch wieder zu nah am Mikrofon, egal. Auf jeden Fall, oh, ich habe mich bepisst vor Lachen. Ich hoffe, ihr auch. Es war lustig. So, wir haben noch die Kombination jetzt. Mal sehen. 101, 999, 57. Ich muss das nicht mal eintippen oder so. Perfekt. Gucken wir es mal an. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Ja, stimmt. Nee, nee. Muss ich mir mal überlegen. Ich habe eine Idee. Eine sehr gute sogar. Hier, Klapperzähne. George Washington hatte auch Zähne. Das müssen wir später machen. Aber was wir mit den Hamster tun müssen, das weiß ich da garantiert schon. Ich muss erwähnen, bei dieser Produktion sind keine Tiere zu Schaden gekommen. Tschüss. Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Es sind keine Tiere zu Schaden gekommen bei dieser Produktion. Sie ist ziemlich kalt. Er sieht ziemlich böse aus. Es kam niemand zu Schaden. Nein? Nö. Brauche ich aber eine Idee. Ich glaube. Können wir hier schon irgendwie was machen? Wir schauen mal bei Hogi vorbei. Was können wir tun?
Was hat er denn im Inventar? Zähne? Schwein. Auch eine Idee. Ja, hier schläft George, da haben wir schon. Kennen wir schon? Ben. Ich hab hier was für dich, Mister. Mister. Mister Superhirn? Gib schon her. Gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha. Oh. Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen, wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Später am Tag. Nein, da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Alles klar, Lasagna. Hoffentlich. Bei mir habe ich das Gefühl, dass hier ein Fehler vorliegt. Weil wir haben keine Superbatterie. Ups. Welchen Teil des Wortes jetzt hast du nicht verstanden? Na. Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt und du schubst den Drachen. Comprenez-vous? Ich glaube, ich möchte nochmal darüber nachdenken. Ich warte hier, bis du fertig bist. Okay, wir können wieder gehen. Was für ein Nörgler. Für wahr. Gucken wir mal, ich glaube, Sachen, die wir überhaupt nicht gebrauchen können, schicken wir schon mal durch. Brauchen wir denn nicht? Dosenöffner. Ja, die Zeitkapsel, genau. Zeitkapsel. Kann bestimmt Laverne gebrauchen. Ich glaube das auch. Ich glaube es zumindest. Und lass mich nicht lügen, vielleicht das auch. Aha, wenn ich doppelt auf die Taste drücke, kann ich. Ja. Gucken wir mal bei ihm hier. Ich meine, es ist klar, wir müssen die Gegenstände untereinander tauschen. Gucken wir mal. Was hat er denn hier, was wir nicht gebrauchen können? Ich hoffe gerade, es ist richtig. Ich mach das jetzt einfach mal so. Geh jetzt wieder zu ihm. Das ist nur eine vage Erinnerung, sehr vage. Diese Erinnerung ist gerade so vage, dass sie. Dass es nur eine scheiß Erinnerung ist, aber. Ist komplett vage.
Ich meine, dass ich das letzte Mal dieses Spiel gespielt habe. Wisst ihr, wie lang das ist? Lang. Sehr lang. Das ist so lange her, das glaubt ihr nicht. Das ist so ultra lang. Im Ernst, so lang. Okay. Und das hier noch. So, ich glaube, damit habe ich jetzt so einiges aus meiner vagen Erinnerung erfüllt. Laverne. Mit ihr müssen wir auch noch ein bisschen was tun. Kommen wir da rein? Nein. Ich muss überlegen. Kann man so gehen? Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist nö. Zeit. Was haben wir noch für Auswahlmöglichkeiten? Mr. Tentacle Guy. Was? Mir ist schlecht. Oh, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh oh. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen. Oh oh. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Mir ist schlecht. Wirklich? Okay, jetzt halt still. Werden Sie Ihr Skalpell benutzen? Natürlich nicht. Mist. Was? Was ist? Genau wie ich dachte. Was? Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Puh. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter. Oh, sitz. Ruhig. Hat er mich gerade wie ein Hund behandelt? Ein Tagesschema? Diplom? Ah, wir können es mitnehmen. Ah. Das sollte ich nicht machen. Er hat eine Menge Geld dafür bezahlt. Das mitnehmen? Oh, ich habe genug davon zu Hause. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Erkennt ihr ihn? Ihn? Für alle, die Wendell's Monday gespielt haben, aber jetzt explizit für alle, die Wendell's Monday gespielt haben, ihn erkennt ihr, ne? Er ist im Wendell's Monday anscheinend nicht so eck. Den verrückten Alan! Alan! Hallo, ich bin Laverne. Ich bin Studentin. Mein Name ist Harold. Ich bin ein Vollblut. Stimmt, er hieß Harold. Und der Wendell's Monday war ja verrückt und hieß Alan, so eine gespaltene Persönlichkeit. Sieht aber gut aus, was du da trägst. Dankeschön. Mein Besitzer hat eine Menge dafür bezahlt. Er kauft mir alles, was ich will. Alan! Wo ist dein Besitzer? Er ist gerade nicht da. Aber er wäre, wenn er irgendwie könnte. Sein Bus ist in Pittsburgh liegen geblieben und er sitzt da mit den anderen fest. Das ist meine erste Show. Alleine. Oha, ohne Besitzer. Ist dein Haar naturblau? Natürlich. Wie süß. Es brauchte einige sehr teure Sitzungen in einem Salon. Den Haarwettbewerb habe ich in der Tasche. Worauf wartet ihr, Jungs? Wir warten darauf, dass die Show beginnt. Worauf sonst? Wenn dein Besitzer dich teilnehmen lassen will, brauchst du noch ein Namensschild. Ist aber auch egal.
Mein Besitzer sagt, ich werde gewinnen. Ich bin der schönste Mensch hier. Tja, dann viel Glück. Wer braucht Glück, wenn man schön ist? Ellen! Nur für Tentakel. Gehorche oder ich bringe dich in den Zwinger. Wenn ich nur ein Tentakelkostüm hätte. Oh Gott, warum? Oh, warum gibt dieses Spiel dauernd solche guten Hinweise? Wir müssen Gassi gehen, sofort. Warte! Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen. Ich bringe dich zurück in den Zwinger. Okay, Umweg. Ich wünschte, ich hätte eine Tentakelverkleidung. Ich glaube, die kann ich ja sogar beschaffen, mein liebes Kind. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Glaub, die kann ich dir beschaffen. Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Werde ich tun. Die Vorlage. Ein Schema. Unser Schemata. Haben wir noch was, das wir weggeben können? Nein. Hogi, du wirst gebraucht. Wieder einmal. Ich mag die Musik, die ist ziemlich toll, muss ich tatsächlich sagen. Aber ich habe die Idee, wir geben der Näherin oben das Schema. Das Schemata. Geben wir der Ollen da oben. Dann haben wir ein Schema. Dann haben wir ein Schemo. Das klang zweideutig. Lass noch Lekes auf den Tisch, ne? Gott beschütze Amerika. Nein, Gott beschütze Tentakela. Das ist doch mal echt genial. Hast du noch was Besonderes? Die Kurbel brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Gehen wir hier rüber? Ich habe eine sehr gute Idee. Wie kommen wir aufs Dach? Ich glaube, ich weiß, wie wir aufs Dach kommen. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Ich habe eine Idee. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich erinnere mich fast kaum noch an dieses Spiel. Kaum noch. Oh, aber ich habe die Idee. Mir ist schlecht. Schon wieder? Ja. Ja. So, meine Idee. Hier ist ja kein Arzt. Bitte nicht in den Zwinger. Bitte nicht in den Zwinger. Es hat geklappt. Schornstein. Da haben wir unser Tentakelkostüm. Da haben wir es ja. Die Idee war gut. Na ja, komm schon. Und Kurbel, mein Fräulein. Nein, du sollst. Wer weiß, wofür wir die Kurbel noch einmal brauchen werden. Was haben wir mit dem Tentakelkostüm? Siehst du aus wie ein süßer kleiner Tentakel. Wir testen es direkt mal an ihn. Wenn er uns jetzt in den Zwinger schickt, dann haben wir verloren. Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll! Ja, natürlich!
Nimm dieses Namensschild, stick es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Die Teilnehmer werden nach 3 Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Danke. Es war mir ein Vergnügen. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Boah! Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Danke. Danke. Es hat funktioniert, unser Plan. Wir haben ein Tentakelkostüm, wir können uns frei bewegen anscheinend. Und wir haben jetzt eine Nummer, ein Namensschild. Hat anscheinend funktioniert. Perfekt. Okay Leute, damit sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss, euer Kaschalata. Gebt mir ein Feedback, lasst einen Daumen da oder ein Abo. Bis dann.